Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal bin ich in der Riese gewesen, mit zwei Freunden zusammen. Wir haben einen schönen Vormittag dort verbracht, aber schon selber was passiert ist. Hier noch einmal die Spielregeln, die es in Riese gibt zum Angeln. Täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Ihr müsst da wirklich keine Stunde vorher da sein. In Riese ist genug Platz. Wir haben hier einmal einen Bachlauf, drei Forellenteiche, wo etwas kleinere Fische drin sind, ein Großforellenteich und ein Räuberteich, sowie ein Juniorteich für die Kinder. Hier sind die verschiedenen Karten, die ihr auswählen könnt, mit den zusätzlichen Preisen. Ihr wählt im Endeffekt morgens eine Karte aus, seht, wie viele Fische ihr fangen dürft und dementsprechend könnt ihr auch loslegen. Ihr könnt natürlich jederzeit euch eine Karte nachholen und dann weiterfischen, wenn es natürlich super läuft. Hier ist die Karte, die ihr dann ausfüllt. Ihr könnt Forellenteiche 1 bis 3, Großforellen, Kombikarte und so weiter ausfüllen. Packt das in der blaue Schatulle und los geht's. Es kommt dann jemand rum zum Kassieren. Ich habe dann morgens alles aufgebaut und meine Routen fertig gemacht. Dann wollte ich anfangen mit dem Angeln. Dann kam ein Abonnent vorbei, der gerade telefoniert hat per FaceTime mit einem Freund, der gesagt hat, ja, natürlich. Guck mal, wer da ist. Und ich habe die Stimme gleich erkannt, ist ein gemeinsamer Freund von uns gewesen, den habe ich dann nochmal kurz gegrüßt und dann ging es los mit dem Angeln. Guck mal, wie aus, mit Augen gesehen so. Der ist eben erst ins Bett gegangen, glaube ich. Guck ihn mir an. Der arme Junge. Ich habe ihn um 5 Uhr irgendwas angerufen, ist er nicht angegangen. Über ein kostenloses Abo auf meinem YouTube-Kanal würde ich mich natürlich sehr freuen. Wer mir sonst noch folgen möchte oder wissen möchte, wann ich wo bin oder welche Fangergebnisse ich gehabt habe, folgt mir gerne auf Facebook und Instagram. Ich danke euch dafür. Die ersten Würfe habe ich dann mit meiner Abu Garcias Real Finesse gemacht, mit einer Fanford drauf. Und als Köder habe ich den Kroko in Rosa benutzt, den blende ich euch jetzt unten links gleich einmal ein. Und in der Videobeschreibung natürlich den Link zum Shop, wo ihr den bekommt. Als erstes haue ich mal wieder ins Leere komplett, aber ich hatte Glück, dass der Fisch hinterhergekommen ist und nochmal zugepackt hat.
Dann kam langsam die Sonne raus und ich habe auf meine Spoon-Route gewechselt. Das ist die Shimano Cardiff Arena Limited mit einer Vanquish 2000 drauf. Und als Spoon ist es ein Anthem Dona, den ich gerade im Einsatz habe. Der Einschlag war richtig überraschend. Ich hatte eigentlich schon abgeschlossen, aber auf einmal kam aus dem Dunkeln von der Seite die Forelle hochgeschossen. Nee. Kam von der Seite komplett angeschossen. Bei dem Köder blende ich euch nur den Farbcode ein. Bei denen gibt es mal hier, mal da zu kaufen. Da müsst ihr schauen, wo ihr den bekommt, wenn ihr Interesse habt. Kannst du mal Carsten helfen? Nimm die Kamera mit, dann kannst du Carsten machen. Das freut er sich. Die Sonne kam dann immer mehr raus und stand höher, sodass wir die Fische ein bisschen mehr gesehen haben. Deswegen habe ich mich entschieden, ich wechsle jetzt nochmal wieder auf Gummi, um den Köder halt länger auf einer Position fischen zu können, als wenn ich mit einem Spoon dran vorbeiziehe und somit vielleicht das Interesse der Fische mehr wecken kann. Die Fische haben immer wieder den Kroko angeguckt und sich angeschaut, wie er läuft. Dann aber entschieden, okay, ich beiß da doch nicht drauf, ich gehe wieder weg. Da habe ich mich entschieden, dann einen anderen Köder zu wählen, der einen etwas längeren Schwanz hat und damit vielleicht noch ein paar mehr Reize bringt. Ich habe mich dann für den Rattlesnake entschieden von ProBaits in Blau-Weiß, was eine sehr gute Wahl war, wie ihr gleich sehen werdet. Aber diese Forelle hat mir fast den Nerv geraubt. Hier packt sie gleich das erste Mal zu, aber nur hinten kurz auf den Schwanz. Ich habe angehauen, natürlich ins Leere. Und wie ihr jetzt gleich seht, sie sucht wie wild diesen Köder im Wasser. Wo er hingekommen ist, ich zack gleich nochmal rein. Sie sieht ihn dann wieder und attackiert ihn auch gleich wieder, aber wieder nur hinten genau auf den Schwanz drauf. Dann versuchen wir das Ganze nochmal wieder, weil sie immer noch da stand. Und sie attackiert ihn tatsächlich das dritte Mal. Auch wieder nur so vorsichtig, einmal kurz annehmen, das war's. Ich habe gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Hier attackiert sie, wenn sie sauer, speist den Köder nochmal wieder ins Wasser und sie attackiert ihn gleich nochmal. Ich habe gedacht, das darf hier alles nicht wahr sein. Gut, ziehst den Köder nochmal auf und wartest nochmal einen Moment. Sie stand dann immer noch relativ dicht, wo ich mir gesagt habe, okay, eine Chance kriegst du noch und danach konzentriere ich mich auf einen anderen Fisch. Weil sowas ist echt nervenzerreißend. So. Das Ganze jetzt nochmal. Führen wir ihn langsam ran,
Komm jetzt so langsam auf die Höhe von deinem Fisch. Wackeln ihn richtig schön ran. Oder twitchen ihn ran, besser gesagt. So, dass der Schwanz sich richtig hinten schön hin und her bewegt. Und damit den Reiz auslöst. Und dann habe ich sie auch endlich. Blau-Weiß. Blau-Weiß. Gummi. Ich habe dann noch ein paar Würfe an dieser Stelle gemacht, habe mich dann aber entschieden, da hinten einmal die Ecke auszuprobieren. Einmal kurz die Kamera da ausgemacht und dann bin ich da hingegangen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Kescher. Probier mal was aus. Probier mal was aus. So, jetzt gehen wir mal in die Ecke, weil ich Fische doch teilweise ganz gerne mal in Ecken stehen, wo sie Schutz suchen. Da immer ein bisschen aufpassen, dass sie weit genug wegsteht vom Wasser, weil die Fische können euch tatsächlich sehen, hätte ich auch nie gedacht, aber man merkt es immer wieder. Kescher immer schön vorsichtig ablegen, so dass es nicht knallt auf dem Boden, ihr da keine Erschütterung auslöst. Das spüren die Fische mich auch im Wasser. Aber leider haben wir in dieser Ecke nichts bekommen. Wir haben drei Würfe jetzt in dieser Ecke gemacht, keine Attacke drauf bekommen. Dann probieren wir jetzt mal den Räuberteich aus. Da war es den ganzen Tag relativ still und nicht so viel Betrieb von Anglern her. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probier's mal hier so ein, zwei Ecken aus. Vielleicht haben wir ja da noch die ein oder andere willige Forelle drin. Fischen tue ich immer noch den Rattlesnake in blau-weiß. Den langsam geführt, leicht getwitcht, bewegt der Schwanz sich richtig schön und animiert die Forellen zumindest zu einem Blick. Und aus diesem Blick wird meistens dann ein bisschen mehr.
Ich habe dann ein paar Goldforellen ein kleines Stück weiter nur gesehen. Habe gedacht, okay, gehst du noch mal ein paar Meter weiter und wirfst sie doch mal direkt an. Mal gucken, was passiert. Ich habe dann eine Goldforelle gesehen, ein Stückchen weiter. Sie verfolgte den Köder dann langsam. Und dann hatte ich das Riesenglück, dass meine Schnur auf diesem Stock da vorne im Wasser lag. Und dadurch konnte ich ihn noch langsamer führen. Sie kam hinterher und auf einmal kam von unten ein Saibling hochgeschossen, der den Köder sofort attackiert hat. Die Saiblinge in Rese kommen aus der eigenen Zucht. Carsten und ich hatten vorher einen Auftrag von unseren Frauen jeweils bekommen. Wir sollten jeweils einen Saibling mitbringen. Ich habe somit meinen Auftrag erfüllt. Ab in die Kühlbox, dass er mal schön gelagert wird, damit der Fisch nicht verdirbt in der Sonne. Solltet ihr jetzt zu dieser Jahreszeit extrem darauf achten. Ich bin dann nochmal zur Stelle hingegangen, weil die Goldforelle ist ja auch hinterhergekommen. Und das war jetzt mein nächstes Ziel, die Goldforelle da zu kriegen, damit ich das Fangende mit am Groß- und Räuberteich voll habe und mich dann auf die etwas kleineren Fische konzentrieren kann an den drei anderen Seen. Hey Meister, rechts von mir stellst du dich hin. Rechts. Rechts. Alles klar, auch wenn Olli auch da jetzt noch hingeht. Oh. Die geheime Stelle, links von Dennis. Bei dir. Links von Dennis. Und auch was fische ich hier? Ich fische immer noch meinen Blau-Weißen. Hm? Ich fische immer noch meinen Blau-Weißen. Guck mal ins Wasser. Die Goldenen haben sich dann langsam im Schwarm formiert, so dass man sie richtig schön anwerfen konnte. Aber bis jetzt wollten sie noch nicht so wirklich. Ich glaube, da war nur eine einzige von den vier Stück dabei, die richtig wollte. Und die musste ich jetzt im Schwarm finden, dass sie den Köder relativ zügig sieht und ihn dann anfängt zu verfolgen. Mach mal Gummi rauf, da kannst du länger auf der Stelle fischen. Na, hier vorne stehen vier Stück. Und geh mal ein Stück weiter weg vom Wasser. Warum? Darum. Weil sie sich sehen. Sie sehen mich? Ja. Da hatte ich dann den Schwarm gefunden. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis ich sie gefunden hatte, die vorhin den Köder verfolgt hatte. So, machen wir das Ganze nochmal, werfen wir schön raus. Da vorne steht sie, 2 Meter oben rüber, so dass ihr langsam auf die Höhe kommen könnt mit dem Köder. An ihr das Ganze vorbeitwitschen könnt. Und da sieht man gleich, sie kommt hinterher. Bei Goldenen ist das natürlich das Riesenproblem, man sieht sie. Ja. Man sieht das hinterherkommen, man sieht, wie sie das Maul aufmacht und zupackt. Und in dem Moment haut man natürlich viel zu früh an. Normalerweise sollte man bei den Goldforellen dann einfach weg gucken und auf das Gefühl in der Rute warten und dann erst anhauen.
Also machen wir das ganze Spiel noch einmal. Wir werfen wieder über sie hinweg. 1-2 Meter. Holen dann langsam den Köder auf die Höhe im Wasser, wie wir sie haben wollen. Und ziehen ihn dann langsam an der Forelle vorbei. Und zack, sie kommt schon wieder hinterher. Ganz langsam. Noch ist sie in den Wolken, da kommt sie. Nimmt sie? Nee, doch nicht. Und jetzt packt sie ihn richtig zu. Jupp. Hier sind Saiblinge ohne Ende in der Ecke. Guck mal da, sind noch mehr goldene. Ja, ich möchte, also wir fahren noch nicht, bevor ich keine goldene habe. Ne? Was suchst du denn da? Carsten, das bringt nichts. Ja, nicht hinterherjagen. Die jetzt fünf großen Teile. Ja. So macht man es nicht. Wir müssen auch mal ein Lehrvideo drehen, wie man es nicht macht. Siehst du, jetzt ist er platt. Jetzt könnte man ihn kriegen, wenn man ihn trifft. Carsten, nicht hinterherjagen. Jetzt kriegst du sie. Sehr schön. Hast du toll gemacht. Danke. Petri, Dank. Gibst du mir jetzt? Was? Hast du jetzt 5? Ja. Ich hatte jetzt meine 5 Fische voll beim Großfischteich. Da ich eine Kombikarte hatte, durfte ich jetzt noch 5 kleine fangen. Und somit bin ich an die anderen 3 Seen gegangen, sodass ihr die auch mal seht. Das ist einer von den 3. Ich habe versucht, die kleineren zu kriegen mit einem Mirax 50 mm von Traut Yara. Ich dachte mir ja schon, die großen sind relativ zickig, aber die kleinen sind noch viel schlimmer. 3-mal zugebissen, 3-mal immer nur hinten auf den Schwanz drauf, mehr nicht. Köder wieder richtig draufziehen und das Ganze dann nochmal. Das Problem an dieser Stelle ist, dass der Wind uns in die Schnur reingedrückt hat von der Seite, und um das zu umgehen, macht ihr die Rute einmal runter, dass die Schnur komplett im Wasser ist. So könnt ihr ihn besser führen und zack, da ist sie. Wir haben dann noch ein paar Würfe an dieser Stelle gemacht, aber die Forellen waren alle sehr skeptisch und aufgescheucht durch den Fang eben gerade. Deswegen habe ich meine Position mal gewechselt. Bringt manchmal relativ viel, wenn einmal Alarm war, die Stelle mal ein paar Minuten in Ruhe zu lassen, so dass die Fische sich wieder beruhigen können und ihr dann in Ruhe dort weiter fischen könnt. Wir haben uns dann auf dem Weg zum zweiten See gemacht, haben uns da genau in den Wind reingestellt. Dort war ein Abfluss und ich habe gedacht, da müssten eigentlich auch ein paar stehen. Am Abflussrohr genau runtergelassen, gleich den Köder. Und ja, hat nicht lange gedauert und da hatte ich dann den Biss.
Das war mal ein schönes Beispiel für eine richtig schöne Showforelle, die richtig schön Rambazamba gemacht hat. Ich bin dann nochmal zum ersten See hingegangen, nachdem leider ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Trautjahre. Das sind 50er mit Bubblegum. Geschmack. Die sind nicht so riesig. Ne? Richtig, genau. Und für die Kleinen genau richtig. Was hast du denn da als Kugel drin? So 1 Gramm? Oder? Das ist eine. 0,8 oder das ist eine. Ach, sag mal schnell. Eine 3,3 mm Tonstenperle. Okay. Zeig ich dir gleich, oder? Das ist ein Fliegenhaken, ja. Und da kommt diese Tonskopfkleber drauf geklebt mit Sekundenkleber. Okay. Was anderes ist es nicht. Wie ihr seht, ihr könnt mich am Wasser ansprechen. Ich erkläre euch dann, warum ich diesen Köder fische, wie ich diesen Köder fische oder beantworte euch andere Fragen, die ihr habt. Wenn ich darüber Wissen habe, gebe ich das sehr gerne weiter an euch. Da ist überall so viel Fisch drin. Das ist nur genug. Aber die Füße auch, dass sie nur unten liegen, sitzen. Die haben auch gar nicht hinterher. Kölzer werden die hier. Richtig. Das ist eigentlich, ne? Ja. Ich habe mich dann mal für die Farbe Motoröl entschieden, weil die Fische relativ viele grelle Farben schon gesehen haben und die Goldforelle ist auch gleich drauf angesprungen. Nein. Nach der Forelle habe ich mich dann auf den Weg zum dritten See gemacht und habe da ausprobiert, an der Schilfkante mal ein bisschen lang zu fischen, weil eigentlich in jedem See stehen da auch ein paar Fische. Jetzt nochmal ein kleiner Hinweis auf mein letztes Video. Dort habe ich ja meine Mario Box vorgestellt, inklusive eines Gewinnspiels. Wer noch nicht daran teilgenommen hat und Lust hat, noch daran teilzunehmen, das Gewinnspiel geht noch bis 6. Juni. Also versucht euer Glück. Vielleicht gewinnt ihr ja eine Spoon-Einlage von Daniel Lietz, eine Baitbox von AB Fishing oder eine Cap von Fishing Man Dennis. Über ein kostenloses Abo auf meinem YouTube-Kanal würde ich mich natürlich sehr freuen. Wer mir sonst noch folgen möchte, wissen möchte, wann ich wo aufschlage, an welcher Anlage oder wie ich wo gefangen habe, kann mir auch gerne per Facebook und Instagram folgen. Würde mich sehr freuen darüber. Hier ist einmal der Shop, der mich supportet.
Ein Riesendank geht an Ismael für deine Unterstützung. Dankeschön. Schaut gerne mal rein in den Shop, der ist echt klasse. Und nicht vergessen, in der Beschreibung findet ihr alle Köder, mit denen ich heute gefangen habe, inklusive Link zu den jeweiligen Seiten, wo ihr die Köder bekommt. Und wenn ihr da welche holen möchtet, viel Spaß dabei. Und noch Fragen habt, haut das gerne in die Kommentare rein. Ich werde sie versuchen, relativ zügig zu beantworten. Wenn das mal ein bisschen länger dauert, Entschuldigung bitte dafür. Das war das Video aus Rese. Klar. Allen Leuten, die das Video schauen, die meine Abonnenten sind, wünsche ich ein dickes Petri. Viel Spaß am Wasser, bleibt gesund. Euer Fishing-Mann Dennis. Das nächste Video kommt nächste Woche Sonntag. Es geht um den Kroko.